Moin moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen WoT-Testserver-Video. Und zwar gucken wir uns heute einfach mal alle tschechischen Panzer an. Denn was nützt es euch, dass wenn ich den einen von den Review, wenn es noch 9 andere gibt? Das Ganze fängt an beim Tier-1-Panzer, dem Kolohau-Senker. Und ich sag mal so, wenn euch das Ding an einen Traktor erinnert, über den man einfach nur Blechmantel gezogen hat, quasi ist es genau das. Also echt jetzt. Also wirklich echt jetzt. Ist sogar mal gebaut worden, hat aber nie Servers gesehen, weil das Design ziemlich grottig ist. Wo man hier gar nicht mal groß von Design reden kann. Richtig geil finde ich, dass das Ding hier Brüste hat. Ohne MGs, die lassen wir das. Okay, der nächste dürfte etwas familiärer sein, der Anblick. Und zwar ist es der hier. Und da könnte man denken, warte mal, den gibt's doch schon. Und da habt ihr theoretisch sogar recht. Und zwar befindet der sich in einem deutschen Forschungsbaum. Dem Panzer 3-5T. Das ist ebenfalls ein Skoda. Und das kommt immer einfach daher, dass die Deutschen die tschechischen Panzer nach der Einnahme von Tschechien einfach auch benutzt und produziert haben. Weil der Panzer dem damaligen Panzer II doch überlegen war. Gleiches gilt für den nächsten. Den Skoda 38, beziehungsweise den linguistische Schwierigkeiten, ihr kennt das. Beziehungsweise den Panzerkampfwagen 38T. Oder später sogar den, den Jagdpanzer 38T, den Hetzer. Ich sag mal so, Tier 1 und 2 und 3, da ist nicht großartiges was zu sehen. So, Tier 4, hier wird es dann langsam etwas individueller. Der STVZ 39. Dieser Panzer ist einer der Panzer, von denen den ich noch nicht gefahren bin, weil er mich irgendwie nicht so krass interessiert hat. Aber wir können davon ausgehen, von den Stats her, er ist nicht so schnell, ist nicht so gut gepanzert, aber das Turret ist okay für Tier 4. Dafür ist die Gun definitiv in Ordnung. Die, ja, ich versuche gar nicht, das auszusprechen. Mit 60 Damage, 86 Penne und 24 Rounds per Minute. Das ist definitiv okay und damit kommt man auf einen Damage per Minute von 1440. Das ist für Tier 4 ziemlich gut. Jetzt kommt ein Panzer, mit dem ich Spaß gehabt habe bis jetzt. Der Skoda T24. Man könnte sich denken, sieht ein bisschen aus wie, wie die VK-Modelle von den Deutschen. Das stimmt auch. Die Panzer haben tatsächlich einige Ähnlichkeiten. Vor allem ist auch deren Manövrierfähigkeit relativ gleich und deren Geschwindigkeit. Auch so gut wie keine Panzerung. Es kann was bouncen. Ich würde mich allerdings nicht darauf verlassen. Aber die Gun ist hier richtig schön. Wir haben hier eine deutsche 75 cm Kanone. Also, hier steht Skoda drauf, aber es ist halt genau dieselbe wie die, die auf dem T25 Panzerkampfwagen T25 von den deutschen Dorfes, dem Premium Panzer Tier 5. Zu dem kommen wir gleich, denn da werden wir uns aber den Tier 6er angucken. Und zwar der Tier 6er ist der Skoda T25. Und da könnt ihr denken, warte mal, den gibt's schon im Game. Und da könntet ihr sogar recht mit haben. Und zwar, ihr seht selbst. Ich bin so dumm. Da. Das da. Das da. Es ist der gleiche Panzer. Selbes Prinzip. Das Ganze ist im Übrigen an dem Design des T-34 angelehnt, der vorne angewinkelte Panzerung hat, eine längere 76er bzw. halt hier 75er Kanone und eben den Turm, der vorne ist statt hinten. Oder vorne statt in der Mitte. Wir haben hier eine Sache, die den Panzer allerdings deutlich besser macht. Und dieser hier ist Tier 6 und nicht Tier 5. Und die hat was mit der Kanone zu tun. Wir haben hier eine Kanone, die 6 Rounds per Minute mehr hat, als die, 4 Rounds per Minute mehr hat als die normale 75 mm, denn sie ist ein Autoloader. Und ein sehr schnell feuernder Autoloader, sonst sind die Stats gleich. Wir kommen hier auf ein Damage per Minute von 1800, im Gegensatz zu den Deutschen mit 1500. Das macht es einfach wieder wett. Und wir können sogar auf Medium lassen, wir haben eh nur noch Mediums. Also der Panzer hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu fahren. Und ich weiß nicht, über null Experience, aber das liegt ja daran, dass der Tester aber immer wieder resettet wird. Und ja, weiß nicht, das ist einfach echt. Der macht Fun. Vor allem mit dem Auto oder plöpp, 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 plöpp. Vielleicht lade ich zu dem Horse extra hoch. Müssen wir mal gucken. Nur findet man, außer Tier 8, 9 und 10, findet man immer schlecht Matches. Tier 7 ein bekanntes Gesicht für die Leute, die WoT schon etwas länger spielen. Der T-34-100. Früher hatte mal dieser Panzer hier. Wo haben wir ihn? Ruski. Na, das ist nicht Russland. Ich wechsle die jedes Mal. Tut mir leid. Russland. Früher hatte mal dieser Panzer. Da war nicht hier Ende. Danach kam noch diese Kanone. Und war genau die Kanone. Die 100 mm, also CIS in dem Fall, von den Russen. Das ist ein Lend-and-Lease-Produkt quasi. Wir bauen einfach mal nach, was ihr habt. Das ist ja auch tatsächlich so gewesen.
Und der Panzer war damals so lächerlich overpowered, dass man die Gun, glaube ich, in Patch 7.4 oder so abgenommen hat, oder 7.5. Und jetzt haben wir den gleichen Panzer wieder, allerdings in Tier 7. Das ist auch definitiv in Ordnung, da gehört er hin und da ist er auch gebalanced. Denn das Ganze macht Spaß, ist allerdings nicht zu stark. Die Kanone ist halt so ein. Es ist halt eine Glaskanone, die haltet nicht viel aus, aber wenn ihr was trifft, dann, ich sag mal so, der spürt das dann schon, wenn ihr ihn trifft. Jo, bleiben noch die interessanten Tier 8, 9 und 10. Der Tier 8er ist interessant. TVP, VTU, Concept. Wir haben normale Hitpoints, normales Gewicht, Geschwindigkeit ganz gut für ein Medium, keine Panzerung und zwei interessante Kanonen. Ich habe jede Menge mit dem gespielt, allerdings meistens mit der Kanone. Und das war falsch. Denn mal so rein objektiv betrachtet ist die 8-8er in fast jeder Hinsicht, eigentlich ist sie in jeder Hinsicht, außer dem Alpha-Schaden, besser. Deswegen bin ich dabei geblieben und ich kann auch nur empfehlen, die zu nehmen, auch wenn die hier ziemlich cool aussieht. Aber die ist besser. Also wenn ich Replays hochlade, habe ich immer die 10-5er, aber die ist nicht ganz so toll. Wie gesagt, die ist die bessere Kanone. And that's a fact. Der Panzer macht definitiv Spaß zu spielen und ich sehe den in Tier 8 auch als relativ gebalanced an, wenn ich mir so überlege, was wir da noch haben. Es gibt ja eigentlich. Jetzt gibt es noch den Tier 44 zum Beispiel, den Panther 2 und sowas, wobei der Panther 2 ist ja wirklich keine richtige Konkurrenz für irgendwas anderes. Ja, wie gesagt, da ist der Panzer ganz gut mit dabei. Dann haben wir noch den Skoda T50. Der Skoda T50 ist irgendwie interessant. Das sieht aus, als hätte man der IS-3 Steroide gegeben und die wäre gewachsen. Die Wanne ist definitiv wie eine IS-3 geformt, allerdings hat sie keine Panzerung. Und sie hat eine riesige untere Wanne. Ja. Panzerung vom Turm, 120 mm, kann was abprallen. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, weil der halt nicht sonderlich gut gebaut ist. Er ist zwar rund, aber nicht sonderlich gut rund. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, wir haben hier diese V-Shaped Armor, die einem nichts nützt, weil man keine Armor hat quasi. Wir haben einen sehr hohen Panzer. Ich meine, der Panzer ist wirklich groß. Wir können ihn mal vergleichen mit. Was habe ich denn so an Heavies? Da. Die IS-3 ist kleiner. Ich habe kein russisches Medium. Ist ja traurig. Die IS-3 ist kleiner. Und der Panzer hat so. Ja, weiß nicht. Er ist halt einfach. Er fühlt sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Heavy und Medium. Aber er ist halt sehr schnell. Und das macht ihn halt zu einem wirklich guten Panzer. Wir haben den falschen angeschlagen, wenn wir gerade auf den hier. Und der Panzer ist definitiv schnell, aber nicht ultraschnell. Der Panzer hat definitiv eine gute Kanone, aber keine OP-Kanone. Aber wir sind mit 2250 DPS, DPM, DPS genau, definitiv an der am oberen Ende der Nahrungskette angekommen. Kann ich nur empfehlen, den mal auszutesten, der macht echt Laune. Und jetzt zu dem Panzer, existiert hier schon Tank Review zu dem Zeitpunkt, den TVP T5051. Das Ding ist echt geil. Echt geil. Also wirklich geil. Ich bin kein guter Medium-Fahrer. Sag ich ganz oben, sag ich ganz offen. Liegt einfach daran, dass ich früher viel zu wenig Medium gefahren bin und mein höchster Medium ist einfach mal der Cromwell, wenn man meinen AMX CDC abzieht. Und ich habe mit dem Ding in meinen ersten beiden Runden einmal über 5500 und einmal über 7000 Schaden gemacht. Und das heißt bei mir schon etwas. Das heißt, der Panzer muss relativ gut sein. Er wurde seitdem noch ein bisschen verändert und ist einen kleinen Ticken genervt worden, aber ist immer noch ziemlich gut. Also, definitiv, kann man sich mal geben. Ist ein Tier 10 Panzer, den ich also auf jeden Fall als competitive erachte. Jo, viel mehr gibt es zu diesen 10 Panzern auch gar nicht unbedingt zu sagen. Es gibt ja momentan nur diesen einen Tech Tree, beziehungsweise diese eine Linie im tschechoslowakischen Tech Tree. Und ja, ich muss mal den Einser aufmachen, einfach weil der so witzig ist. Ja, das ist einfach eine Cornflakes-Packung, an der Ketten dran sind und ein Turm draufgesetzt wurde. Mal ganz im Ernst, schneid das hier ab, schneid das da ab, dann schreibst du irgendwie Kellogg's drauf und dann bist du im Start. Nee, schon schön. Also wir haben einige bekannte Gesichter und einige nicht so bekannte Gesichter. Der Tech Tree an sich ergibt für mich Sinn, allerdings hätte ich vielleicht doch einfach die tschechische Flagge weggelassen und da einfach eine europäische hingepackt. Und dann hätten wir auch noch eine zweite Linie mit italienischen Panzern haben können und vielleicht noch eine mit polnischen. Naja. Wir kennen ja die Pläne vom WOT, das wurde ja alles mal so announced, aber was man dann davon umsetzt, ist ja immer so eine andere Sache. Und darüber lässt sich dann wahrscheinlich auch streiten. So, dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne mal eure Meinung über die Panzer in die Kommentare schreiben, wenn ihr sie getestet habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, 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 ciao.